haben Sie auch schon ausgeführt, ist es für mich eine besondere Freude, mich hier zu Wort melden zu dürfen, weil es nicht wirklich so oft vorkommt, dass es zu einer Gesetzesvorlage kommt, wo die Vorbereitungen, wo die Beratungen, wo die Diskussionen vorbildlich waren und auch von einer sehr hohen Qualität. Und wir sollten an sich auch ein wenig davon ableiten, eine Art Optimierungsstrategie für die künftige Arbeit hier im Haus am Beispiel dieser Erarbeitung. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass die Arbeit im Ausschuss und davor und herum geprägt war von einer Offenheit, von einer Transparenz. Ideologische Scheuklappen hat es meiner Meinung nach nicht gegeben. Ein sehr niveauvoller Diskurs, den man sich wünschen könnte, in allen Ausschussberatungen und auch hier im Hohen Haus, und wenn Sie so wollen, quasi ein Paradebeispiel, wie es sein sollte, nämlich ein Beispiel, dass es auch parteiübergreifende Entscheidungen geben kann, dass man Experten hört, also wirklich hört, dass auch sehr wohl kontroverse, konstruktive Meinungsäußerungen dann zu einem dementsprechenden Ergebnis führt und daher ein beispielhaftes parlamentarisches Verhalten. Wenn ich 4 Wochen zurückblicke, haben wir hier im Hohen Haus ein Ermächtigungsgesetz beschlossen, 32,8 Milliarden, mit fast allen Stimmen der Regierungsparteien wurde dieses beschlossen. Und für mich war interessant, dass der Finanzsprecher der SPÖ im Ausschuss darauf hingewiesen hat, dass sich dieser Betrag verdoppeln könnte, also etwa so 65 Milliarden. Und diese Beratungen waren nicht geprägt von einem Klima der Offenheit, der Transparenz, das Hören von Experten. Eher habe ich da ideologische Barrieren ausgemacht in all diesen Beratungen. Und es muss uns klar sein, dass wir mit dieser Entscheidung viele Generationen nach uns belastet haben. Und diese Dialogfähigkeit, wenn Sie so wollen, habe ich eigentlich vermisst, wenngleich mir klar ist, dass es hier im Hohen Haus unterschiedliche Zugänge geben muss, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Daher meine ich, dass die jetzige Diskussion, die geführt wird in Richtung Transparenz, eine richtige ist, weil da durchaus die Chance besteht, die Interessen der Bürger und das Vertrauen der Bürger in die Politik wieder zu stärken. Ich hoffe, dass das beim Transparenzpaket, das heute durch den Ministerrat gegangen ist, gilt. Ich glaube, dass die Transparenzdatenbank ein solches ist. Ich glaube auch, dass das die Transparenzoffensive der Frau Bundesminister Vector eine solche ist. Und ich glaube auch, der letzte Hinweis von Präsident Leitl in Richtung mehr Transparenz bei staatsnahen Betrieben ist ein eben solches, wo ich glaube, dass es wichtig ist, Maßnahmen zu setzen, um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu stärken. Das alles aber haben wir leider bei dieser Entscheidung, Ermächtigung für 65 Milliarden, wie jedenfalls der Finanzsprecher der SPÖ das meint, nicht erlebt. Und daher dürfen wir uns nicht wundern, wenn sowohl Jugend wie auch Wähler ein wenig irritiert sind über diese fast unfassbaren Beträge, die in irgendwelche schwarze Löcher in Berge gebaut werden, anstatt zu eine Investitionsoffensive vorzunehmen, ob das jetzt ist, eine Investitionsoffensive für Jobs für Junge. Wir beklagen ja gerade auch die Entwicklung, was die Jugendarbeitslosigkeit anbelangt, oder aber auch in Bildung, in Forschung und Entwicklung, in unseren Universitäten und dergleichen mehr. Ich habe mit großer Freude auch die Aussage von Frau Bundesminister Vector von letzter Woche gelesen, wo sie gemeint hat, ich kenne niemanden, der gerne Steuern zahlt, aber ich kenne viele, die gerne wissen wollen, wohin unser Steuereuro fließt. Und sehen Sie, hier sollte sich jetzt das Parlament ein wenig verstärkt besinnen auf die Rolle des Parlaments und das Verhältnis zwischen Regierung und den frei gewählten Mandataren.
Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie doch immer wieder Gesetze durchgewunken werden und wie es zu diesem Abnicken kommt, den verstärkten Frust und die verstärkte Politikverdrossenheit fördert. Daher hoffe ich und begrüße auch diese Debatte, die jetzt geführt wird in Richtung Stärkung von mehr Bürgerrechten und der direkten Demokratie. Und hier könnte man auch gleich eine Nagelprobe machen, wenn man die Lust hat, den Mut hat, die Zivilcourage hat, und überall dort eine Volksabstimmung vorzuschlagen, wo Investitionsprojekte in Infrastrukturmaßnahmen beschlossen werden, die die Generationen nach uns wesentlich belasten. Dies schiene mir deshalb notwendig, weil wir können ja von der Schweiz lernen, dass derartige Volksabstimmungen die Akzeptanz in derartige Investitionen auch wesentlich erhöhen. Und lassen Sie mich abschließend noch einen Hinweis machen. Sollte es Ihnen gelingen, mehr Transparenz und mehr Offenheit bei den Entscheidungen herbeizuführen, dann hoffe ich auch, dass Sie die notwendige Zivilcourage und den Mut haben, diese ständige Entwürdigung der Politiker langsam zu stoppen. Und in dem Sinn zitiere ich Hans Rauscher, der vor wenigen Tagen geschrieben hat: Natürlich ist die Politik mit ihrer populistisch-idiotischen Selbstherabwürdigung, er hat gemeint, Gehälterstopp, Nulllohnrunde, Verkleinerung des Parlaments auch selbst schuld. Sie sollte schleunigst mit dieser Selbstbeschädigung aufhören. Meine Damen und Herren, nachdem das heute meine Abschiedsrede ist, möchte ich Ihnen gratulieren zu dem vorliegenden Gesetz, zu dieser Novelle. Ein Vorbild parlamentarischer Arbeit. Ich hoffe, dass Sie künftig in eine Reihe von derartigen Gesetzen in der offenen, transparenten, für allen erkennbaren Form beschließen. Und daher wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und viel Erfolg. Es war seine Abschiedsrede. Ferdinand Mayer von der ÖVP, seit 1999 Abgeordneter der ÖVP, lobt das Zustandekommen der Novelle der Verwaltungsgerichtsbarkeit, kritisiert aber die in seinen Augen fehlende Transparenz bei anderen Beschlüssen des Nationalrats, etwa bei der Ermächtigung der Bahnmilliarden der letzten Sitzung. Der Umstand, dass er damals seine Ablehnung nicht öffentlich verteidigen durfte, hat zu seinem Rückzug aus dem Parlament noch im Mai geführt. Johann Singer von der ÖVP ist bereits am Wort. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Ferry Mayer, ich möchte dir auch von dieser Stelle aus für deinen Weg, für deine Zukunft alles Gute wünschen. Sehr geehrte Damen und Herren, am Ende einer Debatte über einen Gesetzesentwurf, der von allen Parteien dieses Hauses sehr positiv gesehen wird, dem allen die Zustimmung angekündigt haben, kann man diese gemeinsame